Was ist denn das für eine Raufbeule hier? Das glaubt uns doch keine Sau! Soll man, glaube ich, zwar nicht machen, aber gut. Achtung, verfügbare Einheiten, uns wurde ein Gewaltverbrechen gemeldet. Warte noch auf den Kreis zum Tatort. Ich will nicht sterben! Ja, warum greift er mich dann an? Du Pfeife! Na, eigentlich war es ja ich. Tut mir leid. Hui! Lass mich doch in Ruhe. Halt die Klappe. Arschloch. Hui! Was? Das sah jetzt gerade ganz schön komisch aus. Aus wie die Straftat, die laut Polizeifunk gerade stattfindet. Ich könnte versuchen, sie zu vereiteln, aber ich muss auch zu diesem Waffendeal beim Jezebel Plaza. Hoppala. Hui! Bam! Boah, 16 Stück hatten wir hier gerade. Jetzt geht der Marsch alle kaputt, geht alle kaputt. Mehr Fledermäuse, überall Fledermäuse. Ey, hat mich gerade getreten, dieser Penner. Und zack. So. Ganz easy. Neue Probleme. Hui. Ist eine lange Brücke. Ich sollte die Greifhakenbeschleunigung einsetzen. Hui. Juhu. So, da müssen wir hin. Und weiter geht's. Hui. Ich werde diese Killer ausschalten. Das ist richtig chillig. Es geht nicht nur darum, wenn irgendein Hey, hey. Ich muss da hin, ich muss da. Da nicht. Keine schwarze Fledermauskreatur. Ich treppel nicht. Okay. Da werden wir jetzt wohl hin müssen. Schalten Park. Bla bla bla. So. Hier runter. Alter. Das Ding ist kaputt. Ist ja doof. Hui. Was? Achso. Warum bin ich jetzt hier oben? So. Ich bin wohl als Erster hier. Ich muss eine Stelle finden, von der aus ich unbemerkt alles beobachten kann. Ja, was? Oh. Der Pinguin. Er weiß über jeden einzelnen Deal in dieser Stadt Bescheid. Wenn jemand weiß, wo Black Mask und seine Killer sind, dann er. Aber er ist schwer aufzuspüren. Seine Leute ziehen hier einen Deal durch. Ich bring sie zum Reden. Jungs! Also, ihr Kleinen, was wollt ihr denn zu Weihnachten? Ach halt, das weiß ich ja schon. Ah, sieht doch gut aus hier. Schauen wir mal, ob ihr auch fies wart, oder? Oh. Artig. Bitte.
Typ mit der Weihnachtsmütze hat wohl das Kommando. Dann würde ich sagen, greifen wir da mal an, oder nicht? Halt die Klappe, einfach Angriff. Dann sag mal her, ich bin nicht für eine einzelne Kleidtritt. Ui, Batz! Die Jungs brauchen Hilfe! Zack, 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 alle auseinandernehmen! Halt die Klappe! Hat er mich gerade geschlagen? So, der kriegt jetzt erstmal aus dem Maul. Batz! Verhören. Oh. Wo ist der Pinguin? Weiß ich nicht. Wo ist er? Ich schwör's. Verdammt. Wach auf. Muss so. Alter. Zeit zu reden. Das ist nicht so gut. Lass mich los! Wenn du willst. Autsch. SIM-Karte kann ich vielleicht den Pinguin lokalisieren. Alfred, oh, eventuell. Mein Funk ist irgendwie gestört. Kommt das von deiner Seite? Nein, Sir, nicht sie, es auch. Es kommt vom nächsten GCR-Turm. Dasselbe Signal, das auch die Autonavigation des Bedrings stört. Ich habe den Turm auf ihrer Karte markiert. Um den Pinguin aufzuspüren, muss ich dieses Signal abschalten. Na, ja, wenn wir so machen. Man hat gerade hier reingezeigt. Wir gehen da mal rein. Vielleicht ist ja noch irgendwas. Nee. Irgendwie nicht. Aber findest du das nicht schräg? Wir haben den Typen nie gesehen oder seine Stimme gehört. Nicht als Kurznachrichten von einer Geheimnummer. Mir soll es recht sein, solange das Geld pünktlich auf dem Konto landet. Aber das ist ja das Komische. Hast du ihm je deine Kontonummer gegeben? Ich definitiv nicht. Wie überweist er uns also das Geld? Weißt du, was dein Problem ist? Du schaust deinem geschenkten Gaul ins Maul. Ich bin nur clever. Ist doch kein Zufall, dass wir den Job zur gleichen Zeit kriegen, wo Black Mask das Kopfgeld auf die Fledermaus aussetzt. Damit will ich nichts zu tun haben, auf keinen Fall. Ist doch nur viel Lärm um nichts. Sobald Black Mask merkt, dass die Fledermaus eine Legende ist, normalisiert sich die Lage. Hey! Was willst du? Hui, Batz! Was wollt ihr denn schon wieder, hä? Wo wird was wehtun, ne? Boah, wie der hier entgegenspringt, ey. Wirklich von einem zum anderen, ne? Verpisst euch doch. Batz! An, wer da ist. Du willst es also ernsthaft mit mir aufnehmen? Dann leg mal los. Ja, will ich. Ich freue mich schon darauf, dir beim Scheitern zuzusehen. So, was haben wir denn hier? Warum blitzt das da so? Tür öffnen, eventuell? Ja. Okay, dann nicht. Aber wir haben noch eine Stufe. Okay, wie machen wir es? Unsichtbare Verbesserung. Machen wir das mal. Nehmen wir das. Weiß zwar nicht, was es bedeutet, aber vielleicht bringt es uns ja was. Hm?
Tür verschlossen. Warte mal, vielleicht können wir ja da irgendwie rein. Das hat jetzt nichts gebracht. Und was ist damit? Was macht das? Wah! Typisch. Warum den Kopf bemühen, um ein Problem zu lösen, wenn man doch einfach irgendwas draufwerfen kann? Ja, genau, richtig. Ich weiß zwar nicht, warum jetzt die Tür deswegen offen ist, aber gut. Und wieder Leertaste, so. Weißt du, wenn du nett gefragt hättest, hätte ich dir aufgemacht. Okay, das glaube ich weniger, aber na gut. So, was? Hallo? Glückwünsche sind angebracht. Vielleicht bist du doch nicht so dumm, wie ich erwartete. Warum tust du das, Enigma? Ah, direkt gefällt mir. Also, ich sag's dir. Gotham ist verdorben. Voller Vandalen, die die Stadt mit Gewalt kontrollieren. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Dann lass mich ausreden. Ich will sie loswerden, Batman, um Gothams intellektuelles und moralisches Niveau zu heben. Aber ich bin kein Schläger, wie du. Meine Methoden sind etwas raffinierter. Was du tust, ist nichts anderes als Diebstahl. Daran ist nichts Raffiniertes. Deine Antwort ist zu vorhersehbar, wie banal. Mach's gut. Ja, genau. Ich würde jetzt auch an dieser Stelle sagen, mach's gut und ja, ich hoffe, die ersten Folgen haben euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, schreibt doch mal, wie ihr dieses Spiel hier findet und ob ich das wirklich weiterführen soll, weil mir macht's eigentlich ganz schön viel Spaß, allein schon die kleinen Kerlchen da alle so zusammen zu kloppen. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich erstmal von euch, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Batman Arkham Origins.